bin Marise Riegner und ich spiele in dem Stück Peleas und Melisande den Jinold. Und das ist Jan Jinold, dein Stiefsohn. Jinold lernt Melisande kennen dadurch, dass Golo, sein Vater, Melisande am Waldrand aufgabelt und mit nach Hause nimmt. Er fühlt sich zu ihr hingezogen, aber natürlich auch von diesem weiblichen Glanz und dieser Schönheit. Er spürt auch, dass sie eine Größe hat und eine Offenheit und dass sie ihn sieht, so wie er ist. Du bist jetzt immer bei Marmelade Melisande, hä? Du bist doch so ein großer Junge. Ein Junge bist du! I was very interested in the idea that Jinold is actually a little girl inside and is actually a transgender human being becoming the woman that she is meant to be. So there's a real deep connection with the feminine intuition, feminine understanding that Jinold and Melisande share and we really have tried to cultivate. Das Reizvolle an dieser Figur ist für mich so, dass sie vielleicht so ein bisschen wie so eine alte Seele hat irgendwie und dass sie so unterschätzt wird und dann irgendwie so von unten so daherkommt. dass sie eben so eine Weisheit in sich trägt, das finde ich interessant zu spielen. For me personally, the show is examining the lineage of trauma that my heritage of women in my family and many around the world have survived. Also ich glaube, es ist die einzige Figur, die sich befreit. Und keiner merkt es aber eigentlich so richtig. Also sie macht das für sich selbst so.